Herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich halte heute einen Vortrag über eigene Theme from Scratch. Kurz zu meiner Person, mein Name ist Stefan Fröhlich. Mein erster Computer war, wie bei so vielen wahrscheinlich, die hier sitzen, Commodore 64. Damals habe ich angefangen mit Basic und 6510 Assembler. Seit 1995 bin ich freiberuflicher Entwickler, hatte auch eigene Firma zwischendurch, wie auch immer. Seit 2012 arbeite ich ausschließlich mit WordPress. Anfangs habe ich auch noch mit gekauften Themes gearbeitet und Plugins, habe die angepasst, musste dann aber noch kurzer Zeit feststellen, dass mich das in den meisten Projekten nicht glücklich macht. Warum? Ist nicht zuletzt Inhalt dieses Talks. Durch die Arbeit der vergangenen Jahre verwalte ich etliche WordPress-Installationen. Ihr könnt mich auch gerne kontaktieren unter der E-Mail-Adresse stefan@fröhlich.it. Damit genug zu mir, kommen wir gleich zum Thema. Wozu überhaupt ein eigenes Theme? Meiner Erfahrung nach ist es mit den meisten sogenannten Premium-Themes und auch mit den Frameworks so, dass sie viel unnötige Funktionalität bieten, eine Menge Code-Ballast und in den meisten Projekten dann die Anforderungen, die ich eigentlich habe oder die der Kunde hat, überhaupt nicht weiterkomme. Und in dem ersten Schritt denkt man dann natürlich, ja wunderbar, ich nehme die entsprechenden Plugins zu Hilfe, um das zu erweitern. Aber dann stellt man meistens fest, dass die Plugins das gleiche Problem haben. Es gibt sehr viele Plugins, die viele Optionen, viele Konfigurationsmöglichkeiten haben. Aber oft ist dann eben bei den Optionen genau das, was ich für das Projekt brauche, auch wieder nicht dabei. Ne? Außerdem, was ich schon gesagt habe, viele Themes produzieren aufgeblähten Code und binden vor allem viele CSS- und JavaScript-Dateien ein. Hier sehen wir, was der Chrome Inspector für ein recht beliebtes ThemeForest-Theme zeigt, nämlich dass Unmengen an JavaScript-Dateien und Unmengen an CSS-Dateien eingebunden werden, was dann in Konsequenz, wenn man denn auf dieses Ergebnis was gibt, eher unerfreulich ist. Also jetzt hier ist genau der PageSpeed Insights Test zu diesem Theme, wo wir vorhin die Dateien gesehen haben, ist mit 27 von 100 ein eher mieses Ergebnis. Hat natürlich auch noch andere Gründe in dem Fall, aber vor allem eben die JavaScript- und CSS-Ressourcen, die das Rendering blockieren, ist eine ganze Menge. Natürlich spricht das jetzt nicht generell gegen die Verwendung solcher Themes. Man kann das durch Hosting abfedern, zum Beispiel ein Host mit Mod PageSpeed, der aber natürlich auch wieder zusätzliche Kosten erzeugt. Oder ich verwende einen eigenen Webserver, administriere, konfiguriere das Ganze selbst. Entsprechend entstehen auch hier wieder Kosten. Dann gibt es die viel gepriesenen Plugins, die sich dieses Problems annehmen, wie zum Beispiel Optoptimize und noch viele andere. Habe ich in einem Fall tatsächlich mal erlebt, dass es wirklich sämtliche Probleme gelöst hat. Seite hat danach super gerankt, aber bei den 39 anderen Seiten, wo ich es ausprobiert habe, hat es einfach gar nichts gebracht. Ja, oder das Problem um ein paar Punkte gelöst. Also kommt man letztendlich doch an den Punkt, man hat einen entsprechenden Aufwand zu betreiben, um das Theme, wenn es denn der Kunde unbedingt verwenden möchte, zu optimieren. Die Problemstellung ergibt sich für mich öfter, eben weil ich auch WordPress-Websites für Agenturen verwalte, die ich nicht selbst aufgesetzt oder entwickelt habe und auch im Nachhinein halt manchmal der Wunsch entsteht, dass die Seite besser performt. Insofern lässt sich festhalten, dass so ein Premium-Theme zwar günstig in der Anschaffung ist, ich aber in Folge dann mit vielen Zusatzkosten zu rechnen habe, eben dafür die unnötigen Features zu entfernen, erforderliche Funktionen zu implementieren und nicht zuletzt auch das Theme an das Design oder an die CI des Kunden anzupassen. Bugfixing ist, denke ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Die Themes, mit denen ich zu tun hatte, die haben einfach alle nicht wirklich so funktioniert, wie sie angepriesen wurden. Und dann kann man Tage mit dem teilweise kompetenten, teilweise auch inkompetenten Support verbringen oder man fixt es einfach selbst. Entsprechend entsteht dann auch noch ein zusätzlicher Testaufwand. Ja, gerade viele CSS-Änderungen sind auch oft nötig. Was ich gesehen habe, ist das CSS nicht sauber, was das responsive Verhalten angeht. Und spätestens dann muss ich es auch wieder auf allen Geräten testen. Also entsteht ein immenser Aufwand. Auch Sicherheit ist ein Thema.
Das bringe ich jetzt nur deswegen rein, weil letzte Woche eine von mir verwaltete Website gehackt wurde, wo man eben diejenigen, die sich um die Updates kümmern wollten, das eben nicht getan haben. WordPress war zwar aktuell, aber das Avada-Theme war nicht mal lizenziert auf dem Server und ohne Angabe des Lizenzschlüssels. Die hatten den zwar, aber der Webdesigner hat vergessen, den einzutragen. Wird das Theme nicht aktualisiert und die ganzen in das Theme integrierten Plugins tauchen nicht mal auf in der Plugin-Übersicht. Und in dem Fall war es entweder der Revolution-Slider oder der Layer-Slider, der gehackt wurde. War dann ein sehr schönes, sehr unschönes Erwachen für den Kunden. Insbesondere haben beliebte Themes ja auch bekannte und beliebte Sicherheitslücken. Es gibt ja jede Menge einschlägiger Tools, mit denen ich WordPress-Installationen scannen kann. Hier habe ich zum Beispiel einen Screenshot von WP-Scan mit reingebracht. Ist ein ganz einfaches Command-Line-Tool. Gebe ich ein WP-Scan-U, dann die URL der WordPress-Website und mir werden sämtliche bekannten Sicherheitslücken für diese Installation, für das verwendete Theme und für die Plugins angezeigt. Und entsprechend erhält man hier auch noch viele gute Informationen, wie man in Minutenschnelle auch recherchieren kann, wie diese Sicherheitslücke sich ausnutzen lässt. Genau, ganz einfach. Also im Prinzip kein Problem, diese Themes zu verwenden in sicherheitstechnischer Hinsicht, aber man muss es halt wirklich aktuell halten. Und in der Praxis, so wie ich es beobachtet habe, passiert das eben leider oft nicht. Nun zum eigenen Theme. Wir haben ja schon gesehen, die gekauften Themes haben eine Menge Nachteile. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus eigentlich auch schon, was die Vorteile eines selbstentwickelten Themes sind, aber es gibt noch weitere. Zum einen kann ich mit einem selbstentwickelten Theme ein individuelles Design umsetzen, genauso wie es der Kunde möchte und wie es der Designer gestaltet hat. Insofern kann ich mich gut auch von der Konkurrenz abheben, statt wenn ich jetzt die 50. Website mit dem Avada-Theme oder X oder was auch immer mache. Außerdem hat das selbstentwickelte Theme genau die gewünschte Funktionalität, die es für das Projekt braucht. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und entsprechend ist auch das Backend übersichtlich. Das heißt, ich habe keine lange Litanei von Custom Post Types mit Slides, Team Members, Testimonials, wie auch immer. Außerdem hat das Theme, wenn es sauber entwickelt ist, keine Sicherheitslücken. Und wenn es denn nicht ganz so sauber entwickelt ist, hat es auf jeden Fall keine bekannten Sicherheitslücken, die die entsprechenden Scanner aufzeigen können. Kann auch schon ein Vorteil sein. Dadurch, dass das Theme nicht unbedingt auf ein Framework zurückgreift, sondern eben projektspezifisch entwickelt ist, ist es auch ein schlanker Code, sowohl im Theme selbst als auch der Code, der später im Browser ausgespuckt wird. Ich habe entsprechende bessere Performance und deutlich weniger CSS- und JavaScript-Dateien, je nachdem, wie weit man da die Optimierung treiben möchte. Ich habe jetzt auch mal einen Screenshot von PageSpeed Insights hier reingebracht, von dem Theme, was ich vor 2, 3 Jahren entwickelt habe. Man sieht, Browser-Caching und HTML reduzieren, also durch Konfiguration des Servers hätte man hier auch noch ein bisschen was rausholen können, aber so ist es allein durch die Verwendung des Themes immerhin schon auf 98 von 100 Punkten gekommen. Ist was anderes als die rote Flagge mit 27. Nachdem wir jetzt wissen, dass es sich durchaus lohnt, ein Theme selbst zu entwickeln oder entwickeln zu lassen, möchte ich jetzt ganz kurz darauf eingehen, was braucht es eigentlich für ein Theme? Was ist so das minimale Paket, das ich schnüren muss, dass es von WordPress auch als solches akzeptiert wird? Wir wissen ja, die Themes liegen alle in wp-content/themes in einem Unterverzeichnis. Jetzt können wir einfach mal das parallel machen. Ich habe hier eine WordPress-Installation mit den üblichen Verdächtigen hier an Themes. Wir legen jetzt einfach mal hier ein Unterverzeichnis im Theme-Verzeichnis an. Ich nenne das mal From Scratch. Und wir schauen, wie WordPress darauf reagiert. Ich lade die Seite neu. Und wir sehen weiter unten, meldet mir WordPress hier ein beschädigtes Theme. Es erkennt schon mal den Namen From Scratch. Der leitet sich jetzt hier aus dem Unterverzeichnis ab, was ich gerade angelegt habe.
Und wir sehen aber, es fehlt ein Stylesheet. Das ist in diesem Fall die Style CSS, die ihr sicherlich alle kennt. Ich habe die schon mal vorbereitet und kopiere die einfach mal rüber. So. Und wir schauen, was jetzt passiert. Okay, wir haben also immer noch ein beschädigtes Theme. Was sich geändert hat hier, Name, eigenes Theme from scratch. Das hat er jetzt aus der Style CSS entnommen, diese Information. Die sehen wir hier. Genau, das ist hier. Das ist jetzt wahrscheinlich eher schlecht zu lesen. Ich zeige es euch nachher einfach auf einer Folie. WordPress meldet jetzt immerhin noch, das Template fehlt. Das heißt, wir müssen mindestens noch ein Template hinzufügen. In einem WordPress-Theme kann es eine große Zahl an möglichen Template-Files geben für die verschiedenen Post-Typen, Post-Type-Seiten, Archive, Kategorien und so weiter. Aber das minimale Theme-Template, was vorhanden sein muss, ist die Index.php. Das ist sozusagen die Auffangdatei, die WordPress anwendet zur Anzeige sämtlicher Inhalte, ob es jetzt Seiten, Kategorien, Posts, Custom-Post-Types sind, whatever. Die füge ich jetzt auch mal hinzu. Ups, aber die richtige nach Möglichkeit. Genau, und dann lege ich noch die Screenshot-PNG rein. Die ist zwar nicht zwingend erforderlich, dass damit WordPress das Theme als solches erkennt, aber das ist das kleine Bildchen, das wir im Backend sehen. Das macht es dann leichter, unser eigenes Theme auch zu erkennen. So. So, jetzt haben wir also eine Index.php, eine Style.css und die optionale Screenshot.png. Und jetzt sollte WordPress anders reagieren. Jo, tut's. Ja, es wird kein beschädigtes Theme mehr gezeigt. Tada! Hier ist unser eigenes Theme from scratch und es lässt sich auch aktivieren. Wenn wir jetzt die Webseite aufrufen, sieht es nicht toll aus, ne? Aber wir haben immerhin schon mal ein Theme, was funktioniert. Jetzt sage ich euch noch ein bisschen was zu den Dateien. Das überspringe ich kurz, das haben wir live schon gesehen. Hier nochmal ganz kurz, seht ihr die Style CSS. Da können natürlich auch CSS-Regeln drinstehen, historisch bedingt. Was aber von WordPress minimal verlangt wird, ist dieser Kommentarblock, wo ich verschiedene Informationen zu meinem Theme angeben kann. Name des Themes, Description, URI und so weiter, Textdomain für Übersetzungen. Das haben wir schon gesehen. Hier im linken Teil noch ganz kurz seht ihr einen Ausschnitt aus der Index.php. Hier habe ich mal die entscheidenden PHP-Commands hervorgehoben, rot. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt auf dem Beamer hier, weil diese Marke ist, also hier if have posts, wird einfach geschaut, hat die Seite denn was zum Anzeigen? Wenn nein, wird hier unten eine entsprechende Meldung ausgegeben. Falls ja, das ist jetzt der Fall, der uns mehr interessiert im Moment, kommt der berühmte Loop, den ihr sicherlich alle kennt. Ja, das ist der hier ab while have posts the post bis hin zum end while. Sprich, alles, was sich innerhalb dieses Loops befindet, dieser Codeblock, wird für jeden einzelnen Beitrag, wenn ich zum Beispiel eine Kategorieanzeige habe, wiederholt. Und ich habe jetzt hier mal nur so die minimalen Elemente reingenommen, eine H1 für die Überschrift und den Content selbst. Entsprechend gibt es hier aus der WordPress-API schon entsprechende Funktionen, die das sehr einfach gestalten. Hier the title gibt, wie der Name vermuten lässt, die Überschrift bzw. den Titel aus. The content spuckt den Inhalt aus. Und solche Funktionen gibt es ganz viele im WordPress-Core, auf die wir ganz bequem zurückgreifen können. Da gehe ich jetzt aber nicht näher drauf ein, weil das würde den Rahmen sprengen. Ganz wichtig ist auch noch, dass wir in unsere Templates den Header und Footer einbinden, weil der Loop gibt ja an sich nur den Content selbst aus. Wir wollen ja noch einen HTML-Header, wir wollen irgendwie eine Navi unterbringen, wir brauchen eine Möglichkeit, auch Plugins die Möglichkeit zu geben, das zu injizieren, was sie brauchen, um zu funktionieren. Und wir brauchen auch noch den Footer. Entsprechend gibt es hier die Funktion getHeader, getFooter, ganz wichtig im eigenen Theme.
Wir können auch hierfür wieder Templates anlegen, die dann Header-PHP und Footer-PHP heißen. Hier mal ein exemplarischer Header-PHP. Wir sehen hier, die beginnt ganz einfach mit dem Anfang des HTML-Dokuments, mit dem Doctype, HTML-Tag, Head und so weiter. Hier unten haben wir eine Navigation. Ganz wichtig, das WP-Head-Tag. Damit sorge ich dafür, dass alles, was innerhalb von WordPress für den Head registriert ist, wie zum Beispiel andere Plugins, die man verwendet, dass die hier eben vor dem schließenden Head-Tag noch eingebunden werden. Das ist ganz wichtig. Wenn ihr das weglasst, gibt es keine Menübar mehr in WordPress zum Hin- und Herschalten zwischen Frontend und Backend. Und die verwendeten Plugins funktionieren immer. Zweifel nicht. Gleiches hier in der Footer-PHP. Wir sehen, enthält den HTML-Footer, schließendes Body-Tag, schließendes HTML-Tag. Und ganz wichtig eben hier das WP-Footer-Tag. WP-Footer-Funktion, das ist das Pendant zur WP-Head, was hier in der Footer-PHP einfach nochmal WordPress-seitig alles integriert. Was nicht an diese Stelle gehört, wie es steht, sehe ich gerade. Es gehört nicht vor das schließende Div-Tag, das muss ich noch korrigieren. Es gehört vor das schließende Body-Tag. Sonst zerschießt mir mein Design. Ansonsten gibt es natürlich noch viele weitere Template-Dateien. Die Liste ist endlos. Ich habe hier einfach mal ein paar aufgeführt, gehe da aber auch jetzt, um Zeit zu sparen, nicht mehr näher drauf ein. Ich habe auf jeden Fall hier unten noch weiterführende Links dazu gepackt. Hier bei dem unteren werden sämtliche möglichen Template-Dateien erklärt, die es gibt, die WordPress von sich aus erkennt. Und hier gibt es, bei diesem Link wird genau auf die Template-Hierarchie eingegangen, sprich, welchen Vorrang haben die verschiedenen Templates bei der Content-Erzeugung durch WordPress. Vielleicht gehe ich hier nur ganz kurz auf eine an, die Page-PHP. Die ist standardmäßig das Template, was WordPress heranzieht, um statische Seiten darzustellen. Da gibt es nämlich noch eine kleine Besonderheit, die wir hier sehen. Ihr kennt das ja sicherlich alle von den Themes, mit denen ihr normalerweise arbeitet. Wenn ich eine Seite bearbeite, habe ich hier unter Attribute immer eine Dropdown-Liste, wo ich das Template auswählen kann für die aktuelle Seite. Bei vielen Themes zumindest. Dafür gibt es WordPress-seitig keine Namenskonvention. Also die Template-Datei kann einen beliebigen Namen haben. Meistens heißt sie page-irgendwas.php. Und kenntlich gemacht wird das Ganze hier oben durch diesen rot markierten PHP-Header. Template-Name, alles was dahinter steht, wird letztendlich dann im Backend beim Bearbeiten der Seite in der Dropdown-Liste als Option angezeigt. So wie hier jetzt zum Beispiel Template Name anders Template, sehe ich hier bei den Attributen in der Dropdown-Liste die Option anders Template. Mehr kann ich im Moment dazu nicht mehr sagen. Ich möchte lieber noch auf ein paar andere Punkte eingehen. Zunächst zu den weiteren Komponenten. Natürlich kann und muss man so ein Theme dann auch noch durch Custom Post Types, Custom Taxonomies, Custom Fields erweitern, um zusätzliche Inhalte abzubilden, wie zum Beispiel Slides, wenn man den eigenen Slider-Plugin programmiert, oder Portfolios, oder für einen Veranstaltungskalender, den Custom Post Type Events zum Beispiel. Ihr könnt dafür aber auch, wie mit jedem anderen Theme, beliebige andere Plugins verwenden, die ihr sonst gerne einsetzt, wenn das Theme einen WP-Head und einen WP-Footer hat, funktionieren die Plugins auch genauso mit eurem Theme. Um Custom Post Types oder Taxonomien einzubinden in mein Theme, habe ich mehrere Möglichkeiten. Man kann es entweder direkt im Code schreiben, das ist die Variante, die ich meistens wähle. Ein bisschen bequemer geht es mit einer Webseite, die das recht angenehm ermöglicht, wie ich finde, das ist GenerateWP. Die bieten verschiedene Generatoren an, für Custom Post Types, für Taxonomien und so weiter. Da kann ich in Dropdown-Feldern und Textfeldern alle Eigenschaften wählen, die der Custom Post Type zum Beispiel haben möchte. Klicke dann hier auf Update Code und dann wird mir hier unten ein entsprechendes Snippet generiert, was ich mit Copy-Paste in mein Theme übernehmen kann. Es gibt aber auch ein Plugin, was gerne verwendet wird, Types bzw. WP Types. Das ist ein kostenloses Plugin, mit dem kann man sowohl Custom Post Types als auch Taxonomien generieren. Als auch Custom Fields, auch die Möglichkeit bietet WP Types.
Custom Fields ist nur ganz kurz, die meisten kennen es sicherlich. Hier haben wir die Bearbeitung einer Seite, ne? Titel, Inhalt und drunter kommt hier eine Bildergalerie, Highlights, alle möglichen Optionen. Das sind Custom Fields. Auch die kann ich wieder per Code einbinden oder aber über entsprechende Plugins. Ein beliebtester ist sicherlich Advanced Custom Fields oder die Pro-Version. Damit kann man dann auch im Backend relativ schöne GUIs basteln für die Kunden, relativ schnell. Finde ich persönlich recht angenehm. Ja, aber du hast natürlich, was die GUI angeht, andernfalls einen extremen Entwicklungsaufwand, wenn du das alles zu Fuß bastelst. Ne? Das ist immer die Frage, ob der Kunde das auch zahlt. Also das ist für mich so ein Punkt, wo ich sage, das... Hängt von der Performance ab, die die Seite. Genau. Ja. Ich glaube, die Frage wiederholen. Genau, vielleicht machen wir das nachher, weil ich habe hier noch ein bisschen was zu erzählen. Ich möchte euch noch kurz ein paar Tools für effizienten Workflow vorstellen. Das eine ist auf jeden Fall eine lokale Entwicklungsumgebung, Webserver PHP MySQL, verwenden die meisten hier wahrscheinlich sowieso. Automatisierung mit Grunt und Git zur Versionsverwaltung und auch zum Deployment, zum Beispiel auf einem Staging-Server. Lokale Entwicklungsumgebung ist schnell erklärt. Apache oder Nginx plus PHP plus MySQL lässt sich auf einem Mac, Unix, Linux-System relativ schnell einrichten, genauso wie man es haben möchte. Für diejenigen, die Windows verwenden oder diejenigen Mac-User, die das Ganze nicht selbst konfigurieren möchten, gibt es zum Beispiel auch fertige Entwicklungsumgebungen zum Herunterladen und Installieren, zum Beispiel MAMP. Da ist Apache, MySQL, PHP schon drin und man kann das mit relativ wenig Installationsaufwand an den Start bekommen. Eins meiner liebsten Tools ist Grunt. Warum, werdet ihr gleich sehen. Ich habe da mal eine kleine Übersicht dazu gebastelt. Ihr seht hier unten mal so exemplarisch SCSS, PHP, JPEG, PNG, SVG-Dateien. Das ist einfach mal eine beispielhafte Aufzählung dessen, woraus so ein Theme bestehen könnte. Und darüber wacht der Grunt mit dem Modul Grunt Contrib Watch. Sprich, er überwacht das Verzeichnis und sämtliche Unterverzeichnisse meines Themes und schaut, ob sich da was ändert. So wie ich eine Datei speichere, merkt Grunt das und führt verschiedene Aktionen aus, je nachdem, wie ich ihn konfiguriert habe. Ich habe das jetzt hier mal zum Beispiel für SCSS-Dateien in einem Strang dargestellt. Ja, wir sehen, ich habe unten erst die SCSS-Datei, ändere was drin, Grunt merkt das, die Datei hat sich geändert, ruft sein SAS-Modul auf, kompiliert aus dem SCSS normales CSS3. Dann gibt es ja noch einige CSS3-Regeln, die noch browserspezifische Prefixes erfordern, damit sie auch wirklich browserübergreifend funktionieren. Dafür verwende ich dann den Grunt Auto-Prefixer. Der schaut einfach in seiner aktuellen Datenbank nach, für welche CSS3-Property brauche ich welche Prefixes, fügt die automatisch ein. Damit habe ich ein Prefix-CSS, was ich dann noch durch den CSS-Minimizer jage, der Whitespace und Kommentare löscht und auf diese Weise habe ich ein wunderschönes, kompaktes, minimiertes CSS, was ich dann einbinden kann. In letzter Instanz gibt es dann hier noch das Live-Reload-Modul von Grunt, der sowohl für die anderen Dateien, wo ich jetzt zum Beispiel keine weiteren Aktionen definiert habe, als auch eben für diesen SCSS zu CSS-Strang sämtliche Geräte, die in meinem Netzwerk verbunden sind mit der Webseite, refreshed. Das heißt, mein Windows-Laptop und mein Mac und mein Android-Tablet, mein iPad, meine verschiedenen mobilen Geräte, die da alle stehen und die Seite offen haben, in dem Moment, wo ich hier speichern sage, wird es aktualisiert. Super los, super. Ich finde es auch sehr schön, ehrlich gesagt, deswegen zeige ich euch das kurz. 5 Minuten oder 10 Minuten noch? Okay. Ja, dann wollen wir hoffen, dass es funktioniert. So, sieht ganz gut aus. Manchmal hängt sich das Live Reload leider ein bisschen auf. So, sei mir gnädig, Grunt. Wenn ich jetzt hier in das Style CSS zum Beispiel Background Yellow sage, dann sollte sich jetzt, wenn ich Apfel S drücke,
die Seite reloaden und gelb werden. Ja, und das passiert quasi für alle überwachten Dateien. Das ist also super praktisch. Ja, machen wir lieber wieder weiß, sieht besser aus. Zack, Browser ist weiß. Und das ist sehr imposant, wenn du da eine Symphonie von 10 Geräten stehen hast, irgendwie so im Halbkreis um dich und du speicherst und bup, 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 bup. Macht's. Also habe ich immer wieder echt kindliche Freude dabei. Dann noch ganz kurz zu Git hatte ich noch was gesagt. Git kennen sicherlich die meisten von euch, verwenden es im Zweifel auch. Ist auch dringend zu empfehlen für jedes Projekt, auch selbst jetzt ein Mini-Theme mit nur 5 Dateien, macht es das Leben leichter. Ihr könnt eure Projekte entweder öffentlich auf GitHub in dem Repository unterbringen oder jetzt bei vertraulichen Projekten, zum Beispiel auf ein privates Repository, euch bei einem anderen Anbieter holen, zum Beispiel Bitbucket. Was ich persönlich auch sehr toll finde, ist das Deployment mit Git. Habe ich hier auch noch eine kurze Grafik. Wenn ich jetzt also hier auf meinem lokalen Rechner, in meiner lokalen Entwicklungsumgebung alles getestet habe, alle Geräte zeigen grün, ja, mache ich den Commit auf mein lokales Repository, pushe das Ganze hoch, in dem Fall jetzt auf Bitbucket. Und jetzt könnte ich natürlich hergehen, auf dem Staging-Server per SSH wieder ein Git-Pull machen, so wie ich es auch auf der Produktionsumgebung machen würde. Aber Bitbucket bietet außerdem noch die Möglichkeit, dass man für die jeweiligen Bitbucket-Repositories verschiedene Hooks festlegt, unter anderem einen URL-Hook. Und das ist total nützlich. Denn ich sage, Bitbucket, bitte, wenn ins Repository gepusht wird, ruf eine URL auf meinem Staging-Server auf, was dann wieder ein PHP-Skript ist, was automatisch den Git-Pull ausführt. Das heißt, in dem Moment, wo ich bei mir einen Entwicklungsstand committe, landet der bei Bitbucket. Bitbucket ruft per Hook meinen Staging-Server auf und der holt sich die aktuellen Dateien. Das heißt, mit einem Commit ist es online und der Kunde kann es sehen. Ist jetzt natürlich nicht ein Prozedere für die Produktionsumgebung, da würde ich es immer noch per SSH selbst machen, klar. Aber macht die Entwicklung sehr leicht für mich. Damit bin ich am Ende meines Vortrags angelangt. Ich danke euch vielmals für eure Aufmerksamkeit und wir haben noch ein paar Minuten für Fragen. Gibt es irgendwelche Fragen? Also Grunt kannst du kostenlos runterladen. Du brauchst aber eine JavaScript-Laufzeitumgebung, zum Beispiel Nodes. Also Grunt ist ein Taskrunner, der rein in JavaScript entwickelt ist. Und entsprechend müsstest du Node auf deinem System entwickeln. Und dann kannst du mit dem Node-Installer, mit dem NPM-Installer, kannst du Grunt installieren. Und auch, was ich hier auf der Folie gezeigt hatte, das sind auch tatsächlich die Namen der, also hier Grunt, das sind die Namen der Module, die du brauchst. Grunt Contrib Watch, Grunt Contrib Sass. Also wenn du dann in Node einfach exakt diese Module installierst, hast du alles, was du brauchst. Der Live Reload ist standardmäßig schon dabei. Gibt auch gute Tutorials, wie man das konfiguriert. Ja. Sonst noch Fragen? Ja, gerne. Entwickelst du nur from scratch oder benutzt du auch Frameworks für manche Projekte? Also ich habe zum Beispiel jetzt nicht gemerkt, wenn ich entwickelt habe für einen Kunden, dass ich wirklich schneller bin, wenn ich ein Framework benutze. Auch wenn ich dann später irgendwie Anpassungen machen muss, das Design muss ich, egal ob ich from scratch entwickle oder ein Theme anpasse, also wenn ich ein fertiges Framework anpasse. Was für ein Framework meinst du? Zum Beispiel jetzt, wenn ich Genesis benutze als Basis und darum ein Theme entwickle. Zum Beispiel, nee, also ich habe das Gefühl gehabt, ich bin damit schneller, weil die Anpassungen, die ich mache, mache ich schneller, als wenn ich alles jedes Mal von Anfang an neu entwickle. Du bist halt bei den Frameworks, hast du auch wieder einen riesen Boost von Code, der von anderen stammt. Also ich entwickle meine Themes wirklich rein from scratch. Das Einzige, was ich an Framework manchmal verwende, ist ein minimiertes Bootstrap zum Beispiel, oder je nach Projekt. Aber was den PHP-Code angeht, schreibe ich jede Zeile selbst.
oder habe sie selbst geschrieben. Mittlerweile habe ich natürlich auch Komponenten, die ich einfach reinziehen kann. Genau. Aber ich glaube, den Namen Framework verdient es nicht. Es ist alles recht kleinteilig. Genau. Gibt ja auch immer wieder Änderungen im WordPress-Core. Was weiß ich jetzt aktuell, die Einbildung des Titels. Für mich ist es immer schön, wenn ich das frisch habe. Du warst, glaube ich, zuerst, dann du. Hast du verschiedene Bausteine, die du immer wieder benutzt? Also irgendwie so ein Basis-Theme von Scratch, was du dann benutzt, wenn du neue machst? Eigentlich nicht. Also ich hab das meistens so, es gibt ja die Functions PHP, also die zentrale Steuereinheit, sage ich mal, wo du globale Einstellungen vornehmen kannst, Styles und Scripts einbinden kannst. In der binde ich meistens verschiedene zusätzliche PHP-Dateien ein. Da habe ich meistens eine PHP-Datei für die Types oder eine für die Custom Fields, eine für die Image-Formate, was auch immer. Und die verwende ich dann schon teilweise wieder. Dass ich fange mit einer neuen Functions PHP an, sage, nehme ich die Types, ändere die schnell, binde vielleicht noch die Fields ein. Aber du hast schon so Bausteine, die ich immer wieder verwende. Eher im Sinne von PHP-Funktionen, die ich immer wieder verwende. Was weiß ich, zum Beispiel eine Funktion, die mir den Code für einen Bootstrap-Slider ausspuckt oder für verschiedene HTML-Komponenten. Ich meine, viele Kaufteams haben ja unglaublich viel JavaScript-Ballast. Aber es gibt ja nur für Slider oder so Skripte, die braucht man dann einfach. Die bindest du dann auch ein und suchst dir aber die aus, nämlich an, die dir auch am besten gefallen. Genau, nur die. Aber es ist kein eigenes Framework in dem Sinne. Ich habe Komponenten, die ich gerne verwende und ja. Du wolltest noch was sagen? Wie machst du das, wenn WordPress sich verupdatet oder Plugins, wenn die damit kompatibel bleiben? Also musst du die pflegen oder sind die so minimalistisch, dass die immer noch funktionieren? Also ich habe es bisher noch nie erlebt, dass ich was ändern musste in meinen Themes, weil ich mich einfach an die WordPress-Konventionen halte. Mhm. Das Einzige, was jetzt kommt, da muss ich tatsächlich mal was ändern, mit WordPress 4.4 ist es ja jetzt deprecated, die Funktion WP, also WP Title zu verwenden. Okay. Ja, das muss man jetzt anders lösen. Da muss ich tatsächlich bei dem einen oder anderen Theme nachträglich was ändern. Wie machst du das dann mit Kundenprojekten? Also rechnest du es dann extra ab oder ist es dann inklusive des ersten Projekts? Also in dem Fall mache ich das jetzt kostenlos. Ich meine, das ist eine minimale Änderung und das ist quasi mein persönlicher Update-Service. Gibt es sonst noch Fragen? Du warst schneller, glaube ich. Bleibst du dann in der Umgebung vom Team oder gehst du auch für Team-Programmierung in Plugins, dass du Plugins dazu teilst, die du selber geschrieben hast, um deine Themes zu erweitern? Oder machst du alles über die Functions? Also ich würde jetzt kein eigenes Caching-Plugin programmieren für ein Projekt, aber ich sag mal, wenn es bei allem, was überschaubar ist vom Aufwand, kapsel ich das schon als Funktionalität entweder ins Theme, soweit es Sinn macht, oder eben ein eigenes Plugin, was ich dann verwende. Okay. Genau. Wir hatten hier, kommst du auch gleich, du wolltest noch was fragen? Nur eine Anmerkung. Als Alternative zu Advanced Custom Fields als Metabox, das finde ich auch eine schöne Variante, weil es auch kein User Interface einbindet, wo der Kunde irgendwas kaputt machen könnte, sondern funktioniert halt alles über Code, den du einträgst, aber du hast halt die Vorteile von Advanced Custom Fields, eben dass du ein User Interface für neue Elemente eben einbauen kannst. Aber du hast die UI für das Einbauen eben nicht. Und das funktioniert nur auf Code eben. Und das finde ich ein schönerer Ansatz als was du von dir. Das ist, glaube ich, auch leichtgewichtig. Klingt interessant. Bisher mache ich so, man kann ja auch Custom Fields so verwenden, so konfigurieren über einen Filter, dass es im Backend gar nicht erscheint in der Kundeninstallation. Genau, aber das ist ein guter Tipp. Gut. Ja, schaue ich mir gerne an. Danke. Gut, dann ist die Zeit durch, wie mir signalisiert wird. Ich danke euch vielmals und wünsche euch noch viel Spaß auf dem WordCamp.